Du weißt, alles, was ich tue, gefährdet dich und Mom. Ich will nicht, dass euch was passiert. Seit den letzten Spielen hat sich etwas verändert. Ich kann es sehen. Was siehst du? Hoffnung. Du hast uns gerettet, das weiß ich. Aber ich kann nicht weiter für die Kameras etwas vorspielen. Und im wahren Leben ignorieren wir uns. Sie ist nicht die, für die sie alle halten. Sie muss eliminiert werden. Das stimmt, aber auf die richtige Art, zur richtigen Zeit. Wir müssen verschwinden, bevor sie uns töten. Und sie werden uns töten. Das Volk will kämpfen. Ich werde bleiben. Sie haben bei den Spielen sehr hart gekämpft, Miss Everdeen. Aber es waren Spiele. Möchten Sie einen echten Krieg erleben? Stellen Sie sich vor, Tausende Ihrer Leute tot. Ihre Familie ausgelöscht. Was muss ich tun? Dies ist das 75. Jahr der Hungerspiele. Die Tribute werden aus den bisherigen Siegern ausgelost. Katniss! Ich muss mich noch verabschieden. Katniss! Was machen wir jetzt? Das werden diesmal völlig andere Spiele. Die 75. Hungerspiele! Bist du bereit? Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flammen steht! Ich möchte, dass ihr alles vergesst, was ihr über die Spiele zu wissen glaubt. Letztes Jahr war es ein Kinderspiel. Dieses Jahr bekommt ihr es mit erfahrenen Killern zu tun. Noch ein letzter Rat. Bleib am Leben. Vergiss nicht, wer der wahre Feind ist. Hallo. Bittet er mich um ein Date? Sie schien nicht sehr beeindruckt. Wow. Du siehst aber auch nicht übel aus. Ihr zwei seht heute Abend schick aus. Wir haben ein Date. Sehr schön. Hast lange gebraucht, bis du fragst. Und, warum hast du dein Leben auf der Erde aufgegeben? Wir gingen an Bord der Avalon mit einem Ziel. 120 Jahre im Hyperschlaf heißt, in einem neuen Jahrhundert auf einem neuen Planeten aufzuwachen. Aber vor einem Jahr änderte sich alles. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Weißt du, was hier vor sich geht? Sonst ist niemand wach. Ich glaube, mit den Schlafkammern ist was schiefgelaufen. Wir sind zu früh aufgewacht. 90 Jahre zu früh. Das ist nicht möglich. Wir müssen wieder einschlafen. Können wir nicht. Aurora, wir lieben dich. Irgendwas stimmt nicht. Ganz gewaltig nicht. Was machen wir jetzt? Vertraust du mir? Das Schiff ist verloren. Ich muss das tun. Nein! Wenn du stirbst, sterbe ich auch! Es gibt was, das ich dir noch sagen muss. Es gibt einen Grund, warum wir zu früh aufgewacht sind. So ein... Ich entschuldige mich nicht. Aber wisst ihr, was ich tun werde? Ich entschuldige mich im Namen von Ernest Hemingway. Denn der ist der Schuldige hier. Ja, sag Hemingway, er soll selbst anrufen und sich auch bei uns entschuldigen.
Stört sich, wenn Veronicas Schwester auch kommt? Tiffany und Tommy? Nur Tiffany. Und wo ist Tommy? Er ist tot. Tommy ist tot? Bitte erwähne es nicht. Hey, Tiffany, das ist Pat. Du siehst nett aus. Danke. Wie ist Tommy gestorben? Oh, Mann. Wie hast du deinen Job verloren? Indem ich mit allen im Büro gevögelt habe. Wirklich mit allen? Ich war sehr depressiv, nachdem Tommy gestorben ist. Wir müssen nicht darüber reden. Danke. Wie viele waren es? Da ist dieses Tanzding, aber ich kann das nur machen, wenn ich einen Partner habe. Wow, ich tanze doch nicht mit dir. Sie ist meine Freundin mit einem F. Mit einem großen F. Wieso bist du so himmelig? Ich bin glücklich. Fast immer mein, fast immer mein. Wenn das Leben dir so eine Chance schenkt, ist es eine Sünde, wenn du sie nicht ergreifst. Ich sag Ihnen, woran ich fest glaube. Wenn du positiv bleibst, dann hast du eine Chance auf den Silberstreif. The policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. The cost of freedom is always high. No one can foresee precisely what course it will take. One path we shall never choose, and that is the path of surrender. Bist du bereit? Finden wir es raus. Hör mir jetzt sehr genau zu, mein Freund. Töten wird dir keinen Frieden bringen. Friede war nie eine Option. Ich finde, man sollte andere Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Hat Jesus das nicht gesagt? Hm. Genau. Ja. Außerdem sollte man immer einen Gefallen dem Geld vorziehen. Ich glaube, das hat Jesus auch gesagt. Bin Ob er das zweite gesagt hat, weiß ich nicht. Das erste könnte aber sein. Alle haben gedacht, oh, aus diesem Richie DiMaso wird nie was werden. Aber jetzt spiele ich draußen mit. Ich habe Leute, die arbeiten nur für mich. Meine Ideen. Ich schmeiße den Laden. Ich bin der Quarterback und ich gebe keine Ruhe. It's not for me to say. Er war nicht wirklich in guter Form und sein Scheitel verdeckte recht raffiniert, was nicht da war. Aber er besaß ein Selbstvertrauen, das mich anzog. Mein Vater hat mir beigebracht zu glauben, dass alle Menschen gut sind und man zu allen Menschen gut sein muss. Das Leben ist lächerlich. Und du weißt, dass ich vor dir niemals schlecht über deinen Vater reden würde, aber dein Vater ist ein krankes Arschloch. Daddy ist ein krankes Arschloch? Sag sowas nicht. Aber ja. Hey, spiel deine Rolle. Gut. Spiel du deine. Musstest du je einen Weg finden, um zu überleben? Und du wusstest, dass deine Chancen schlecht standen, aber dennoch musstest du überleben? Wir waren so lange so erfolgreich, weil wir immer den Überblick behalten haben. Wenn ihr so erfolgreich wart, warum bist du dann jetzt mit mir in diesem Raum? Und lässt dich von mir rumkommandieren? Mein Name ist Agent DiMaso und ich habe hier einen Koffer mit $75,000 für Bürgermeister Carmine Polito. Wir werden unsere Sache gut machen, nicht wahr? Wir werden das Licht finden! So ist es! Wir müssen all diesen Typen eins auswischen. Nur darüber müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Wir müssen all diesen Typen eins auswischen. Das muss unsere allerbeste Nummer werden. Christy, sieh mich an. Ich will, dass du eins nie vergisst.
Wenn Leute schöne Dinge bekommen, fangen sie oft an, anders zu denken. Hinter unserem Erfolg steckt harte Arbeit, Geduld und Bescheidenheit. Und glaub nicht, dass dir die Welt irgendetwas schuldet. Tut sie nämlich nicht. Die Welt schuldet dir gar nichts. Ich war Jahrgangsbester an der Highschool, hab's auf eine tolle Uni geschafft. Und ich bleibe hier, weil sich meine Eltern scheiden lassen. Du bist wie eine undichte Gasleitung. Man sieht dich nicht, man riecht dich nicht, aber du bringst uns alle stillschweigend um. Deine Träume liegen vielleicht nur auf Eis. Das ist eine hübsche Formulierung. Du bist so schön, du könntest jeden heiraten. Ein Arzt, ein Anwalt, einen netten Mann, aber nicht diesen... Ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Hältst du das wirklich für den richtigen Zeitpunkt? Ich glaube, dass das Gewöhnliche tagtäglich auf das Außergewöhnliche trifft. Ich habe großen Ehrgeiz und große Ideen. Wir machen eine Erfindung und die wird sehr wichtig sein. Joy hat in ihrem Leben noch nie eine Firma geleitet. Ich bin schuld. Ich habe ihr das Selbstvertrauen gegeben, dass sie mehr ist als nur eine Hausfrau. Ich will nicht so enden wie meine Familie. Ich muss die Dinge alleine machen, ein für alle Mal. Dann viel Erfolg, viel Glück und los. Wenn du auf die Welt kommst, erwachsen wirst, triffst du auf alles Mögliche. Geld, Kriminalität, Verrat. Sie wollen uns über den Tisch ziehen. Sie können mehr zahlen. Kann ich nicht und werde ich auch nicht. Und du begreifst, dass dir nur das bleibt, was du selber machst. Sie sind in einem Raum und auf dem Tisch liegt eine Waffe. Die einzig andere Person in dem Raum ist ein Geschäftskonkurrent. Nur einer von ihnen kann sich durchsetzen. Nehmen Sie die Waffe, Joy? Ich nehme die Waffe. Hör mir gut zu. Sprich nie wieder. In meinem Namen. Über meine Geschäfte. Nie wieder. To love somebody, the way I'm